Schluss mit Schwatzen. Fang an, Mönch, alles andere später. Liebe Gemeinde, sehr verehrte Piraten, hochverehrte Frauenzimmer, wir sind heute hier in... Entschuldigt, wo sind wir? Marienhafen. Friesland? Jo, Friesland. Gut. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Paar in den heiligen Bund der Ehe zu begleiten. Ich habe den Anruf am Samstag Nacht bekommen, um 22:30 Uhr nachts. Und da war Peter Hick dran, der Intendant des Störtebeker Festspiele, und sagte, ja, schönen guten Tag, hier ist Peter Hick. Uns ist ein Schauspieler ausgefallen. Und ich hatte kurz vorher aber eine Mail bekommen von der Bianca, ob ich irgendwie verfügbar wäre. Und dann wusste ich ansatzweise schon, um was es vielleicht gehen könnte. Es stand aber nichts drin. Nähere Informationen kommen später. Ja, und dann habe ich um die Uhrzeit lag ich dann halt schon im Bett und war natürlich erstmal total aufgelöst und habe gesagt, ja, gut, ja, okay, klingt alles total spannend. Ich sollte für Volker Zack übernehmen. Und das war aber erst am Ende des Gespräches. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Zack und ich, wir kennen uns. Wir spielen schon viele Jahre in Dresden zusammen, Theater. Und ja, und dann ging es also eigentlich chaotisch los, dass ich an dem Abend versucht habe, meinen Intendanten zu erreichen, der natürlich nicht erreichbar war. Am nächsten Tag, ich versucht habe, den ganzen Tag mit Leuten zu telefonieren, sonntags, und dort auch niemand erreicht habe. Und Montagnachmittag habe ich alle Leute erreicht und hatte mehrere Produktionen sozusagen und habe versucht, die durch eine Zweitbesetzung umzulegen. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Und am späten Nachmittag rief mich Peter an, wie sieht es jetzt aus, kannst du kommen? Ja, pack deine Sachen, ich komme, dich abholen, und dann kam er. Und dann musste ich innerhalb von 3 Stunden für 3 Monate hier packen. Das war natürlich sehr amüsant. Ja, und Peter stand dann irgendwann vor der Haustür bei mir zu Hause und hatte ein Auto, das ein bisschen schneller ist. Das Auto fährt, glaube ich, 340 km/h, und dann habe ich mich in das Auto gesetzt und wir waren in 3,5 Stunden hier oben. Peter hat also auch gezeigt, dass das Auto 300 km/h fahren kann. Und somit war ich schneller oben als gedacht, statt 6 Stunden, 3,5 Stunden. Und das, so ging es also hier los. Wie witzig das ist, dass ein Intendant einen abholt. Das ist ja sonst heutzutage, man kennt das ja sonst nur vom Film, dass man abgeholt wird. Dann hast du aber deine Leute, die da rausgeschickt werden. Dann hast du so einen Chauffeur. Und diesmal kommt der Intendant persönlich. Das passiert sonst normalerweise nur, wenn man zu spät zu einer Vorstellung kommt irgendwo, dass der Intendant persönlich vorbeikommt. Ja, und diesmal stand er da. War natürlich für mich einerseits schön, weil ich ihn ja vorher nur am Telefon gehört habe und dann persönlich kennenlernen durfte. Und Peter ist natürlich eine Erscheinung. Man muss sich vorstellen, Peter Stuntman früher, und so sieht er auch noch aus. Wahnsinnig cooler Typ, kommt mit so einer riesigen Brille an, so Cowboy-Boots, enge Jeans, einen schönen Gürtel dran mit so einer fetten Schnalle und ein Auto, was eben dementsprechend schnell auch schon aussieht, und sagt, ja, hallo, ich bin der Peter, komm, wir packen die Sachen hier rein. Ja, dann bist du natürlich ein bisschen einerseits aufgeregt, andererseits sagst du, ja, das ist doch mal ein cooler Typ. Ja, und dann haben wir die Fahrt genutzt und haben ein bisschen geplaudert miteinander. Und das war schon allein, das war mega amüsant, weil Peter einfach ein bewegtes Leben hat und mir da viel erzählt hat. Ja, toll, toll. Ich wusste ja, dass Peter Stuntman ist, und somit habe ich mich auf der sicheren Seite gefühlt, dass wenn wir irgendwas haben sollten, weiß ich, Peter fährt das Auto so und landet es so, dass wir gut und sicher selbst da noch rauskommen. Und von daher war es, aber ich wollte ja eigentlich unterwegs Text lernen, das war natürlich nicht möglich. Also ich wollte auf der Fahrt Text lernen und mit 300 km/h und so im Sessel drin schaffst du das nicht. Ja. Und somit, ja, war es schon spannend. Als du dann ankamst und diese Bühne gesehen hast, was ging dir durch den Kopf? Wow, ein riesen Spielfeld, das hast du sonst im Theater natürlich nie. Und dann guckst du hier so und hast natürlich den Botten im Hintergrund und dann natürlich diese 9000 Leute. Ich meine, wo hat man das schon? 9000 Leute einfach mal in einer Vorstellung zu haben, ist schon fast rockkonzertmäßig. Und das ist natürlich gigantisch. Aber es sind auch riesige Wege, die man hier zurückzulegen hat. Und ich habe ja nur einen Esel. Und ich sollte ja eigentlich ursprünglich auf dem Esel reiten, durfte ich aber dann nicht, weil ja Zack
gestürzt war. Und somit muss ich hier immer durch diesen ganzen Sand durchlaufen und brauche natürlich länger als alle anderen, die mit dem Pferd geritten kommen. Aber wenn du dann eben, wie gesagt, hier stehst, ist das schon ein schönes Feeling. Aber man hat gar nicht die Zeit, so richtig das am Anfang zu genießen. Also, weil man ja so viel beschäftigt ist mit den tausend Dingen, die du hier hast. Hast du schon mal mit einem Esel auf der Bühne gestanden? Nein. Wie ist denn das? Schön. Du hast natürlich, zum Anfang dachte ich erst mal, okay, jetzt kennt man ja nur aus dem Zoo sonst die Tiere und jetzt stehst du da und hast das schöne Tier neben dir. Und das ist herrlich, herrlich. Paul, mein Esel, ist auch noch so ein ganz gemütlicher, der steht immer ganz gemütlich da und kommt auch überall mit hin. Und gleich am Anfang der ersten zwei Proben, hat er sich immer auf meinen Fuß gestellt. Und da merkst du natürlich schon erstmal bei so einem Esel, wie schwer der eigentlich ist. Und immer so rüber und habe dann immer auf meinen Text noch gesagt, komm rüber jetzt. Und das ist schon aber ein tolles Tier. Man erwartet das eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich auch so, man kennt das ja nur so typisch Packesel, aber total liebenswertes Geschöpf, was da neben einem steht. Und folgt er dir auch inzwischen richtig? Ja, kommt auch schon, freut sich auch tierisch, wenn ich dann ankomme. Steht er schon immer da oben und freut sich und wiehert schon ein bisschen auch. Ja, das ist also wirklich, wir haben schon eine kleine Freundschaft aufgebaut. Wer ist der Esel von uns beiden? Das ist die Frage. Du kommst hier hin, du hast ein super Team. Alle sprechen natürlich gigantisch schönes, klassisches Deutsch. Jeder nimmt so seine tiefe Stimme und spricht. Und dann freust du dich und kommst natürlich hoch und siehst die ganzen Kollegen und wünschst dir im ersten Moment, hier könnte man ja mal ein gutes Schauspiel mit Hochdeutsch machen und wirst dann wieder auf das Sächsisch runter reduziert. Macht aber auch natürlich total viel Spaß, weil es einfach eine lustige Rolle ist. Ja, und das liegt mir halt eben auch, Sächsisch zu machen. Ne? Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Ich komme ja aus Chemnitz und da war am Anfang die Idee, erstmal, wie spricht man überhaupt? Spricht man Dresdnerisch, spricht man Chemnitzerisch? Der Dresdner ist ja ein bisschen mehr so nach oben, ne? So ein bisschen, der klingt ein bisschen einfacher, Stimmlage ist ein bisschen. Und der Chemnitzer ist ein bisschen mehr ruhiger, so nach unten. Ne, gucken wir mal, was passiert. Und so musste ich erstmal gucken, wie, in welche Richtung wir das Sächsisch anlegen. Hier ist prinzipiell sowieso alles anders, weil du hast die Tiere hier, du hast Pferde, es sind 30 Pferde auf der Bühne, du hast Stuntmans, du hast Explosionen, du hast 100, über 150, glaube ich, Statisten, die hier mit dabei sind. Und du spielst halt Open Air. Du bist vom Wetter abhängig, von den ganzen Bedingungen, die es hier gibt. Und das hast du im Theater natürlich nicht. Du spielst sonst, wenn man Freilichttheater hat, in einem kleinen Rahmen. Da hast du 10 Leute, die mit dir auf der Bühne stehen. Und das ist halt alles relativ klein. Und hier kommst du an und da rennen halt die Pferde auf einmal an dir vorbei mit 100 km/h gefühlt. Du hast die Statisten, du hast deinen Esel. Ja, und es gibt ja tausend Dinge zu beachten. Du hast das Mikroport, was auch mal verrutschen kann. Und das sind so natürlich die Unterschiede, die man sonst im normalen Theater nicht hat. Ein geschlossener Raum, hier riesige Wege. Du musst dir merken, wo bist du, wo knallt's, was passiert. Also das ist alles letztendlich eine ganz andere Art und Weise. Ich finde es halt gigantisch schön, dass man hier letztendlich wie zum Set kommt. Du hast es, diese Geschichte ist ja so groß gebaut, man kennt es sonst nur aus großen Filmen. Du hast diese ganze Kulisse dazu und die Musik, die hier auch mit drunter liegt. Und das alles macht es halt irgendwie so schön rund, dass man das Gefühl hat, man ist letztendlich wie in so einem Theaterfilm dabei. Und das ist schön. Das ist schon ein ganzer Batzen, den man hier eigentlich vor sich hat. Man kennt das so eigentlich nie. Man hat immer, wenn man im Theater spielt, letztendlich spielfreie Tage. Und hier hast du jeden Tag letztendlich eben diese Konzentration. Und das versuche ich mir in dem Sinne mit sportlichen Aktivitäten einzuteilen oder eben wirklich, wie gesagt, lange auszuschlafen, einfach zu entspannen und dann kurz vorher die Kraft zu nehmen. Aber wenn, das ist das Lustige, wenn du rauskommst, diese Energie ist letztendlich trotzdem immer da. Man weiß, es sitzen die Leute draußen und man hat trotzdem noch dieses Kribbeln und mag das ja auch. Man will raus und will es ja auch gut machen. Die haben immer nur geschrien, sie haben den Störtebäcker. Sie haben den Störtebäcker in Ketten. Der Utrecht hat den Störtebäcker. Und? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Mensch, ihr müsst alle Männer auf die Beine bringen. Auf nach Hamburg, den Klaus raushauen. Mensch,
Die wollen kurzen Prozess mit dir machen. Die wollen dir darüber runterhauen. Ich sag doch mal einer was.